Hallo, hallo zu einem Klimakosmos, in dem wir euch mal wieder ein bisschen Fachchinesisch erklären wollen. Double Counting oder Doppelzählung, was ist denn das eigentlich? Im Zusammenhang mit Klimaschutzprojekten in Deutschland oder dem Kauf von Klimaschutzkompensationszertifikaten zur Stilllegung hört man diesen Begriff häufig. Aber was ist darunter eigentlich zu verstehen? Unter einer Doppelzählung wird ein Negativszenario verstanden, in dem eine Emissionsreduktion zweimal geltend gemacht oder verkauft wird. Doppelzählung ist ein Risiko, das die Umweltintegrität untergraben kann. Insbesondere nationale Projekte hier in Deutschland bergen häufig das Risiko einer Doppelzählung in sich. Deutschland hat als Mitglied der EU das Kyoto-Protokoll unterzeichnet und sich somit rechtsverbindlich zu Emissionsbeschränkungen und Minderungen verpflichtet. Deutschland berichtet im Rahmen dieser Verpflichtung seine Emissionen zur Aufforstung, Wiederaufforstung und Entwaldung. Ab 2021 ist der menschliche Einfluss auf Emissionen von Wäldern und Böden verbindlich in den EU-Klimarahmen integriert. Ab 2026 sind auch die Klimabilanzen von Feuchtgebieten verpflichtend anzurechnen. Deutschland ist, wie auch zuvor schon bei den Waldflächen, Vorreiter und rechnet die Emissionen von Moorflächen bereits ab 2021 an. Ich verlinke euch da mal eine Pressemeldung des BMU in der Infobox. Das bedeutet, dass Reduktionen aus nationalen Waldprojekten in Deutschland im nationalen Emissionsinventar positiv angerechnet werden. Würde diese Reduktion Kunden zur Kompensation von CO2-Emissionen angeboten, wäre dies ein klarer Fall von Doppelzählung. Also, liebe Leute, wenn euch mal wieder jemand Zertifikate aus deutschen Wäldern anbietet, wisst ihr jetzt Bescheid. Bei der Registrierung und Stilllegung kann dem Problem des Double Counting wie folgt begegnet werden. Die ausgegebenen Zertifikate eines Projekts sollten an zentraler Stelle registriert werden, in einem sogenannten Register. Register vergeben Seriennummern und verfolgen die Besitzverhältnisse der Emissionszertifikate. Die Informationen darüber, ob Zertifikate für Kompensationszwecke bereits genutzt und damit stillgelegt wurden, ist hier öffentlich zugänglich. So wird vermieden, dass stillgelegte Zertifikate erneut verkauft oder gehandelt werden. Es gibt kein allgemeingültiges öffentliches Register für Zertifikate des freiwilligen Marktes. Relevant sind insbesondere zwei Registerbetreiber, die APX und Markit, also die jetzige Goldstandard Registry. Die größten Register im Bereich freiwillige CO2-Transaktionen. So, ihr Lieben, das ist ein wichtiges Thema, das wir euch unbedingt näher erklären wollten. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt das doch gern mal in die Kommentare, lasst auch gern einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss!